So, damit hätten wir den dritten Templerschlüssel. Fehlen also nur noch zwei. Jetzt bin ich an der Reihe, Kollege. Ich höre nicht so einfach auf. So, du hast meistens Munition. Und ich Glück habe, habe ich jetzt die 30 voll. Jawohl, ich habe die 30 voll. Wunderbar. So, jetzt können wir auch wieder zur Jackdaw. Alarm! Alarm! Ach, dann löst doch eben halt Alarm aus. Ist mir doch egal. Alarm! Rouse yourself! Looks like fun. If you're interested. Ich habe jetzt keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Wir müssen... Da, da. So, Mission beendet. Wunderbar. Na, fortsetzen. Wo war denn jetzt der vierte Templerschlüssel? Wo habe ich den denn nochmal geholt? Ich glaube, ja, in Nassau habe ich den vierten geholt und den fünften habe ich auf so einer ganzen klitzekleinen Insel geholt. Da, wo ich glaube ich auch schon drauf war. Ich weiß es jetzt nicht. Was? Ach, nein. So. So viel zu dem Thema. Why, Terry? Where's the... Ahoi, Captain. Who knows that? Wirst du abtauchen? Zurück zum Schiff. So, nass, nee, oh, 3011. Komm, Beeilung, los! Danke. Alles setzen! Setzt alle Segel, die wir haben! So, mal eben. Da, eine Art Frachter, Sir. Dreimal rum. Okay. Da gehen sie unter! Frisches Fleisch, Captain! Harpune bereit! Och nö, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nach Nassau, weil da ist nämlich der nächste. Wo haben wir Nassau? Nassau, Nassau, Nassau. Das ist Havanna. Nassau, Nassau, Nassau. Wo habe ich Nassau? Ja, mei, wo hab ich Nassau? Da? Ne, Tulum. Ist das Nassau? Ne. Salt Cay Bank. Andreas Island. Hier ist Nassau. Ja. Da ist der nächste Templerschlüssel. Ich glaube, da haben wir nämlich auch schon definitiv die erste Mission gemacht. So, da müssen wir hin. Eben mal kurz gucken, was ich an der Jackdaw noch upgraden kann. Hallo? Ja? Ich würde... How might I find your favor today? Schau mal. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Das kann ich. Mörser. Könnte ich zwar
Aber dazu bräuchte ich 8000. Okay. Business well concluded. So, auf geht's zur Templerjagd. Warum sind hier auf einmal so viele Wachen? Ich dachte, Nassau wäre in Besitz der Piraten und nicht denen hier. Autsch! Das finde ich aber nicht nett, dass ihr jetzt gerade spawnt. Da gibt er mir schon ein paar Backpfeifen hier schon, oder? Du mit deinem blöden Buttermesser, ey. Ach, guck mal an, da kommt schon wieder Piraten. So. Der andere Bruder. Mission starten. Mein liebes toller Idiot von einem Bruder führt euch in die Irre. Am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegensten Meeren des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt er eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Oh? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Kommt, ich treffe ihn jetzt. Wenn ihr mir unauffällig folgt, hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wärt meine Leibwache. Es gibt Diebe, die vor nichts zurückschrecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Na gut, machen wir das. Da kommt er schon. Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Wenn ich dich noch so nennen darf. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, auf ein dass ich sterbe und verschwinde. Verfolgen und das größeren Abstand. Okay, mach mal das. Nassau ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche eine Tragödie abzuwenden. Gut gesagt, Bruder. Nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welcher Geschäft heimlich eliminieren. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig. Jetzt sag mal, hast du sie dabei? Sie? Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte? Zu dem Schatz? Zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Hey. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers-Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? Aber Vance, glaubst du wirklich, deine Zukunft ist so? Da kommt wieder einer. Wie meinst du das? Was willst du damit andeuten? Ich will nicht andeuten. Ich frage dich lediglich. Nein! Shit. Warum denn auch nicht? Zweifelst du an ihrer Liebe? An ihren Fähigkeiten? Ach, shit! Wegen dem blöden Dieb, ey. Egal. Machen wir das halt noch einmal. Guten Tag, Bruder. Wenn ich dich noch so nennen darf. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch.
Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, dann wünschst du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Upton, komm. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Nassau ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Gut gesagt, Bruder. Nichts geht über die Familie. So, der erste, die kommt da hier gleich. Dass wir davon mehr als genug zwischen uns gesagt, getan. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschenk. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig, richtig. Jetzt sag mal, hast du sie dabei? Sie? Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte zu dem Schatz, zu unserem Vermächtnis. Was? Boah, diese blöden Wachen. Gestern habe ich das direkt auf Anhieb geschafft. Guten Tag, Bruder, wenn ich dich noch so nennen darf. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, dann wünschst du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Upton, komm. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Okay, okay, dann lassen wir den Dieb einfach ein bisschen näher rankommen und dann eliminieren. Gesagt, Bruder, nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig, richtig. Jetzt sag mal, hast du sie dabei? Sie. Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte zu dem Schatz? So. Zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Ich hoffe mal, dass der jetzt... Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Shit. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Ah. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers-Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Ach, da ist der eine Dieb schon wieder. Worauf warten wir noch? Aber Vance, glaubst du wirklich, deine Zukunft wird so einfach sein? Wie meinst du das? Was willst du damit andeuten? Ich will nichts andeuten. Ich frage dich lediglich, stellst du dir Ying wirklich als Dame unseres Hauses her. Vor? Herrin der Dienerschaft, Ehefrau und Kinder? Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nein. Warum denn auch nicht? Zweifelst du an ihrer Liebe, an ihren Fähigkeiten? Natürlich nicht. Aber ich kenne sie so wie du. Und du weißt, sie ist kein Kind von der Frau. Boah, diese blöden Wachen. Mann. Kotzt mich gerade schon wieder an. Eine Runde Wusa sollte helfen. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder vielleicht? Ich kenne dich ja. Ich habe das gestern direkt auf Anhieb geschafft. Direkt beim ersten Mal. Dann wünschst du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Upton, komm. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Nassau ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Gut gesagt, Bruder. Nichts geht über die Familie. Außer jetzt kommt der nächste. Gott der erste weiß, dass Dieb. Wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschenk das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig, richtig. Jetzt sag mal. Oh, jetzt kommen da schon wieder welche. Das ist doch zum Kotzen. Meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte zu dem Schatz, zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht. Wir suchen mich jetzt. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Ich habe ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die so, jetzt kommt gleich der zweite. Kein Schmuggel mehr. Nicht mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? So, schnell dahin. Glaubst du wirklich, deine Zukunft wird so einfach sein? Nein! Schnell verstecken.
Warum denn auch nicht? Zweifelst du an ihrer Liebe, an ihren Fähigkeiten? Natürlich nicht. Aber ich kenne sie so wie du auch. Und du weißt, sie ist kein Kind. Jetzt sollten wir es aber schaffen. Sie braucht die See, die Herausforderung. Wird ihr jemals ein Leben als Hausfrau gefallen? Ging geht dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern. Doch ich glaube nicht, dass sie einverstanden ist. Oh. Und was verschafft dir so tiefe Einblicke in ihr Herz? Abgesehen von ihrer Natur, glaube ich einfach nicht, dass sie die ist, die sie zu sein behauptet. Du bist neidisch. Neidisch? Nein! Doch! Ich sorge mich nur um dein Wohlergehen, Bruder. Du musstest immer der Lieblingssohn sein, der Goldjunge. Du erträgst nicht, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich... Und weiter geht's. Also hasst du sie. Es geht nicht um Hass, nur um Bedenken. Wieso werde ich denn jetzt schon wieder gesucht? Eines sage ich dir, ich werde sie heiraten. Ich töte dich, wenn es sein muss, und bekomme deine Kartenrechte. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre besitzt. Soll ich mich wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Was? Jetzt habe ich wieder alles von vorne? Nein, Gott sei Dank. Wie gesagt, gestern habe ich das direkt beim ersten Mal hingekriegt. Und jetzt ist irgendwie immer dasselbe. Nein.